Folge YouTube, 9 Uhr, frisch ankommen in Hockenheim, heute Public Race Days am Samstag. Mal gucken, ob wir vielleicht auch eine kleine Runde fahren, wer weiß. Wir nehmen euch jetzt mit, machen ein paar Bilder, machen ein paar Videos. Ich würde sagen, machen wir gar nicht lang rum, schnacken wir los, bis gleich, ciao. Vorbereitet von B1.
der linken Seite haben wir einen der Vertreter der Pepka aus Frankfurt. Zeiten 11.4, 11.7, 11.9, das sind die schnellsten drei Zeiten, die bis jetzt gefahren wurden. Und ich bin jetzt gespannt auf das TTK-Team mit dem Turbo Allrad Golf, der unter anderem vom Turbo Goggle und von Don Octane unterstützt wird. Erste Fahrt für ihn heute. Ein bisschen mit durchdrehenden Rädern, hat er auch eine sehr starke Fahrwerksreaktion, trotzdem noch ein Renner. VR6 Turbo mit weit über 1000 PS Leistung, die an alle vier Räder gegeben werden, und an allen vier Rädern sehen Sie es links. Verliert hier am Start irgendein Kleinteil, wird es trotzdem noch eine 9er oder eine 8er Zeit? Er steigt mit einer 9,6 auf 247 in die Zeitenjagd ein. Markus Hegner, Streckenhälfte wieder am Gegner vorbeibringen soll. Aber das klappt nicht, die 13,0 verliert gegen die 12,9. Die metallic-grüne Lackierung funkelt hier im Sonnenlicht. Ich bin sicher, die hat auch irgendeinen ganz verrückten Namen, denn gerade die Mopars der Zeit aus den späten 60er Jahren, die hatten nicht nur wilde Farben, die hatten auch entsprechend wilde Bezeichnungen für ihre Lacke. Da gab es sowas wie Plum Crazy für ein dunkles Lila oder irgendwas mit Tangerine oder Orange. Also das waren wirklich andere Zeiten damals. Durch die Zeit.
braucht eine Hilfeline, die kann auch eine kurze, extrem hohe Bewegungsstrecke sein. Wenn du 5 Elimination hast, einen davon verkackst du dir. Thank you.
Wir waren heute für euch auf dem Hockenheimring bei den Public Race Days. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ein bisschen Bilder, ein bisschen Sound, ein paar schöne Autos, ein paar laute Autos, schnelle Zeiten. Viel Spaß, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.